Hallöchen, meine Pandas. Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hab ich einen Fleck? Naja. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme, aber ich bin so süchtig nach diesem Game, es tut mir so leid. Hier ist doch Safe and Croc. Das sah so aus. Wie, du hast mich entdeckt! Tschüssi! Tüdelü! Jui! Okay, ich glaube, wir haben gerade die Göttin verärgert. Aber ich hatte ja letztes Mal gesagt, wir haben noch einen, noch eine Erinnerung. Nämlich hier, würde ich sagen. Wir teleportieren uns jetzt zum Eldenturm und dann fliegen wir dorthin. Also so in die Nähe. Das ist übrigens Erinnerung Nummer 5. Wartet, zeige ich euch gleich, wenn wir wieder dahin kommen können. Problem, ich hasse diese Ecke von der Map. Ich hasse die einfach. Diese Ecke von der Map ist nicht schön. Die ist potnäslich. Es tut mir so leid, aber schaut euch das an. Ist einfach potnäslich. So. Es ist diese Erinnerung. Diese Erinnerung, die werden wir gleich miterleben. Hoffentlich. In dieser Folge. Jedenfalls. Auf jeden Fall. Okay. In die andere Richtung, nämlich hier entlang. Oh, ho, ho, und ich dachte, wir könnten fliegen. Könnt ihr vergessen. Also prinzipiell müssen wir nach da. Ich würde sagen, wir fliegen hier einfach hin. Wir fliegen jetzt einfach von Felsen zu Felsen. Das ist der da, ne? Huch. Safe ist das doch der hier jetzt. Natürlich. Vom Felsen zu Felsen fliegen. Bin ich ja vollkommen bescheuert. Das funktioniert eh nicht. Geronimo. Ein Versuch ist es wert, also bitte. Schrein in der Nähe. Super. Toll. Interessiert mich nicht. Kumpel. Interessiert mich gerade echt nicht. Wir müssen nur dahin. Wir müssen nur dahin. Okay. Dort kann Link stehen. Hoi. Oh Gott. Irk. Irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Wir kriegen das hin. Zu 100%. Definitiv. Lol, ist da ein Schrein? Da ist ein Schrein. Oh mein Gott. Mitten in der Lava, Alter. Wie soll ich denn da hinkommen? Irgendjemand muss mir das jetzt mal verraten, wie man da hinkommen soll. Mitten in der Lava. Ist einfach ein Schrein. Zopp. Aber ja gut, in der Beschreibung stand auch, um diesen Ort zu erreichen, müsste Klettern gut sein. Scheiße. So genau hatte ich das jetzt nicht genommen. Verdammt. Hätte ich es mal genauer genommen. So. Ich mache ansatzweise in der Nähe. Oh Gott. Habt ihr übrigens schon mal, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, Lavagestein gesehen? Also getrocknete Lava? Ich ja. Ich war auf Fuerteventura mal im Urlaub. Und da haben wir sowas als Souvenir mitgenommen. Well. Einfach ein schwarzer Stein mit Löchern. Prinzipiell? Ja. Ich glaube, blau war es, oder? Ja, wir müssen zu blau. Okay. Aber hey, der dürfte hier eigentlich schon bald in der Nähe sein. So weit ist er gar nicht mehr. Tatsache, ist wirklich nicht mehr so weit. Oh Gott, habt ihr mich erschrocken? Mistviecher, Alter, gib weg!
waren so weit. Wir waren so weit. Wir waren so weit. Ich heule gleich. Wir waren so weit. Als ob wir jetzt hier sind. Haben wir den Krog wenigstens? Ja, den haben wir. Super. Lo. Nee, doch nicht. Oder? Wait a second. Wir waren echt kurz davor. Hier so ungefähr ist das. Also hier so. Ist echt so traurig, ey. Well, never mind. Das waren 6 Minuten. Die kriegen wir auch wieder hin. Mach hinne. Brauch nicht so lange zum Teleportieren. Los, hopp. Wenn ihr ganz Dark seid. Da. Dieses Spiel ist manchmal echt so nervenaufreibend und total gemein, dass ich bitte manchmal heulen möchte. Danke. Ach Gott. Gut, es war der Felsen, ne? Ja, es war der Felsen. Let's go. Geronimo. Prinzipiell haben wir es ja gut hinbekommen. Prinzipiell. Also, das muss man uns lassen, ne? Also. Ich werde da jetzt bei der Stelle auf jeden Fall erstmal speichern. Bevor die wiederkommen. So. Link hat einfach so ein Auge zu. Damit es sich stackt, falls ich das stacken kann. Es kann sich nicht stacken. Ja, moin. Ich liebe es. Unser Bogen geht gleich Schrott. Speichern. Erstmal speichern. Sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, wo wir angegriffen wurden. Ach, da hinten, okay. Hier also noch nicht. Warte mal, ist heute Blutmond? Das sieht gerade dezent so aus. Ja, heute ist Blutmond. Oder? Nee, doch nicht. Das war nur ich. Okay. Nee, es ist normaler Mond. Da ist er. Sah aber trotzdem so aus, ey. Ja, schrecklich. Ich würde da jetzt nicht nochmal hin gegen die kämpfen. Ich habe keine Lust drauf. Weshalb ich jetzt hier hochkraxel. Und mit den Paraglider dahin fliege. Um schneller zu sein. Ding ist allerdings. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Bis da oben hin. Nee, schaffen wir nicht. Okay, never mind. Wir müssen gegen die kämpfen. Falls die wiederkommen. Anscheinend nicht. Okay, never mind. Sehr schön. Das erfreut mich tatsächlich. Okay. Juhu. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Ew.
So, iu, und weg. Ach, natürlich. Was willst du von mir? Warum habe ich nichts gegessen, ich Idiot? Ich habe noch gesehen, dass wir so wenig Herzen haben. Mann! Warum sind da überhaupt so viele? Ist das wirklich die richtige Stelle? Ach, never mind. Okay. Was? Wo denn? Nee. Die Map sieht dort komplett anders aus, teils. Ach, hier, hier. Hier anscheinend. Oder? Oder doch hier oben irgendwo. Wehe. Nee, also hier ist das längliche Teil. Ja, hier ist so ein längliches Teil. Dann so ein bisschen weiter nach dort und dort sollte es dann eigentlich sein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, dein Bogen ist gleich kaputt. Bliblablub. Ist okay. Der kann ruhig Schrott gehen. Ja, kommen sie gleich wieder. Oder auch nicht. Nee. Tatsächlich kommt die hier gar nicht mehr wieder. Wartet mal. Bevor wir jetzt dort hochklettern, klettern wir lieber hier vorne hoch. Eventuell ist das ja auch mehr hier vorne. Ach. Fuck. Oh. Ich hätte auch hier hochgehen können. Da kann Link stehen. Hier. Gut. Wait. Ach, Mensch. Ja, okay. I think... Hier ablegen. Na, ein bisschen perfekter ablegen. Krog? Nee, hier fehlt noch einer. Da ist er. Krog? Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. Tschüssi. Die sind so süß, die Krogs. Ich feier das. Wisst ihr, die letzten paar Folgen haben die beiden Türme mich einfach komplett ausgelastet, Alter. Ich hasse Türme ab sofort. Und Schreine. Und generell alles. So. Hier geht's runter und zum Turm blicken, oder wie? Ja, irgendwie so müsste das gehen. Oha, wir können gleich einfach auf den Turm fliegen, meiner Meinung nach. Können es jedenfalls versuchen. Vielleicht kriegen wir den Turm. Könnte möglich sein. Okay, erinnern. Viel Spaß mit der Erinnerung. Thank you.
die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Sie hat es schon geahnt. Sie hat es schon geahnt. Aber meine Güte, ey, Link, beherrsch dich mit dem Schwert, Alter. Das ist ja krass gewesen, was der da abgezogen hat. Okay, wir gleiten jetzt hier auf den. Dann fragen wir uns, ob wir den Stall da unten schon drin haben. Anscheinend nicht. Egal. Wir kriegen jetzt erstmal... Okay, nein. Von hier aus bis dahin fliegen ist nicht. Eventuell von da aus bis dahin fliegen, ja, aber von hier aus... Dennoch, wir können schon mal in die Nähe fliegen. Das wird der nächste, den wir einfach mal machen. Was heißt hier einfach mal? Ha, ha, ha. Aha. Ha, 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 ha. Lustig. Wirklich sehr lustig. Alter, das ist ja eine komplette Hauptstadt von den Monstern. Was zur Hölle? Oh Gott. Hey, vielleicht kriegen wir es doch hin, dass wir an den Turm ranfliegen. Aber selbst wenn wir da ranfliegen... Wir haben kaum noch Dingens... Oha. 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 Yes. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut ist das denn? Never mind, aber das wäre echt gut. Danke, Nintendo, es gibt doch noch einfache Türme. Jetzt. Verdammt. Okay, wir müssen langsam hochkraxeln. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eher nicht so vorhergesehen, aber ganz ehrlich, wenn man da oben steht und die Erinnerung holt, dann denkt man sich doch direkt, hey, ich kann doch zu dem Turm fliegen. Also sorry, aber... Und die Änderung war schon auf unserem Dingens, auf unserer Karte dementsprechend. Just saying. Nächster Turm. Yay. Yeah. Finde ich gut. Was hat der Turm eigentlich dafür so eine... Bestimmt soll man nicht in die Richtung fliegen. Kann ich mir leider so richtig gut vorstellen. Datenübertragung beginnt. Dum, 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 dum. Ich bin gespannt, welche Karte wir jetzt bekommen, weil ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht. Da müsste... So, hinter dem Schloss müsste es sein, oder? Ja, hinter dem Schloss, ist richtig. Sehr schön. Okay. Direkt erstmal Karte anschauen. Der Wald sieht spannend aus, da will ich rein. Okay, also hier ist Hyrule vorbei. Oha, was ist das? Digga. Da müssen wir hin.
Wir müssen irgendwann echt dahin. Das ist einfach schon wieder ein See, der aussieht wie ein Totenkopf. Der Totenkopf da ich. Ja, und nevermind. Okay. Also hier hinten haben wir schon einiges. Uns fehlt das alles hier hinten noch, eher. Oh Gott, ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahrzehnten damit beschäftigen, diese ganze Map hier zu bekommen. Aber wenn ich überlege, ich habe heute jetzt so 5, 6 Folgen aufgenommen. Ich glaube, in den letzten 5, 6 Folgen. Ja, doch, in den letzten 5, 6 Folgen haben wir das alles hier an Karte bekommen. Das sind 3 Türme, die wir gemacht haben. Ein paar Schreine. Und 2 Erinnerungen. Ich finde das schon gut für eine Aufnahmesession. Ich würde gerne wissen, wo hier der Turm ist. Den hätte ich gerne, danke. So, die nächste Erinnerung, die wir holen, ist die hier. Zu 100%. Das wird die hier sein. Mal schauen, was sie da machen. Da haben wir noch 2. Ich würde gerne wissen, wo die ist. Ziemlich nah, halt ziemlich krass in der Nähe von diesem komischen Fliegeding. Wo ist das hier eigentlich? Ich würde sehen. Wo ist es? Da hinten ist es. Da hinten muss auch irgendwo dann die Erinnerung sein. Wie sah das da nochmal aus? Okay. Ha. Ich würde ja sagen, wir können schon mal in die Richtung fliegen, aber dieses komplette Stück hier sieht mir so gefährlich aus. Hä? Ach, das war schon wieder der. Ach Mann, der spuckt die ganze Zeit so Glut aus. Okay. Well, wir speichern jetzt. Ja, circa 10 Minuten würde ich jetzt noch machen. Dann fliegen wir jetzt schon mal los. Mal schauen, wie wir es hinbekommen. Wie weit wir kommen. Oh Gott, oh Gott. Ach, wir wollten doch den Stall da unten. Ach, egal. Nevermind. Wir müssen an dem Schloss vorbei. Das ist so schrecklich. Ich hasse es. Und jetzt gewittert es schon wieder. Aber natürlich. Das ist so typisch. Ja, come on. Nee. Nee, echt nicht. Echt nicht. Ich will nicht noch mal sterben. Echt nicht. Wir schlafen jetzt wieder in einem Luxusbett in der Hoffnung, dass dort dann kein Gewitter ist. Das hier wird nicht, ey. Gott, dieses Spiel. Ja, der Mensch, der in diesem Spiel Gewitter erfunden hat, ne? Ich möchte dich schlachten. Das gibt's nicht. Ich dachte schon, Gewitter in Minecraft wäre schlimm. Bin mir wohl getäuscht. Gewitter in Minecraft ist gar nichts dagegen. Und das eine Huhn möchte ich hier immer noch finden. Und die ganzen Sidequests will ich auch noch machen. Wir sollten mehr Sidequests annehmen. Lol, der pennt da einfach auch. Der nimmt nicht mal ein Bett, der pennt da einfach so. Läuft bei ihm. Yo, zieh mir Geld ab, damit ich schlafen darf. Dim, dim, dim. Cool. So. Let's go. Tschüss. Den juckt das gar nicht. Der denkt sich nur so, ja, ich will jetzt einfach nur weiter schlafen, also lass mich in Ruhe. Tschüss. Pennt auch den ganzen Tag. 1:29 Uhr schon. Ach du Heilige, warum nehme ich eigentlich immer mitten in der Nacht auf? Beziehungsweise nicht immer. Ich habe heute um 17 Uhr angefangen. Nee, 17 Uhr war es nicht. Es war so circa 20 Uhr, glaube ich. Stimmt, ich war vorher einkaufen. Nevermind. Theoretischerweise könnten wir auch hier durch den Wald, aber der sieht mir noch unheimlicher aus als alles andere. Ne. Außerdem können wir da nicht mehr hinfliegen, wenn dieser Turm gemeint hat, der müsste in der Richtung so einen komischen Totenkopf haben.
Ich weiß nicht, wie wir in den Wald kommen. Gibt's dort laut Karte? Ja, dort gibt's einen Weg hin. Laut Karte. Okay. Okay. Wisst ihr, woran mich das mit diesem Wald gerade erinnert? Hat jemand The Promised Neverland geschaut? Das ist ein Anime. Das erinnert mich daran. Ich weiß nicht warum, es erinnert mich daran. Nur ein Ausgang und ansonsten nur so eine richtig fette Schlucht mit am besten noch Wassergraben. In The Promised Neverland ohne Wassergraben. Nur eine fette Schlucht. Und dort kann man halt einfach so null flüchten. Das ist halt einfach so wow. The Promised Neverland ist halt einfach so ein kranker Anime. Krank im Sinne von wirklich krank, aber auch krank im Sinne von mega gut. Ich habe Angst, je näher ich dem Schloss komme. Das ist so urk. Uff. Wir müssen auch noch definitiv so viel besser werden, wenn wir irgendwann einfach in das Schloss rein müssen. Ich darf mich nicht immer vor allem drücken. Vor allem, wir müssen sehr bald in die ganzen halt in das Schloss rein. Ich wollte gerade die ganzen Schlösser sagen, aber nein, in das Schloss rein. Da könnte man gut Schildrutschen machen. Just saying. Schildschlittern, nicht Schildrutschen. Schildschlittern. Das war so lustig in den letzten, in der Folge da. Ich weiß nicht, welche Folge das nochmal war. Aber die habe ich auch heute aufgenommen. Ach ja. Das arme Schloss. Ach, das sind schon wieder diese Fliegedinger. Na super. Ich habe echt Angst vor diesem Spiel so langsam. Ey, natürlich, 3 Stück. Schnell weg. Als ob die mich jetzt wirklich noch angreifen wollen, ey. Sag ich doch, jetzt wollen sie mich nicht mehr angreifen, komischerweise. Wo ist denn jetzt nochmal der Dingens? Der Turm. Ich habe den Turm aus den Augen verloren. Wow, da habe ich gerade mal ganz kurz 20 Sekündchen Pause gemacht und schon regnet es. Als ob. Oh, das sieht voll gruselig aus. Wo ist der Turm? Den habe ich voll aus den Augen verloren. Das ist jetzt ein bisschen mies. Da hinten ist der andere Turm. Der müsste theoretischerweise hier in der Richtung gehen. Hier irgendwo in der Richtung müsste der sein. Was ist da? Da ist auf der Map irgendwas Komisches. Ich würde es wissen. Auch wenn es mich wahrscheinlich mein Leben kosten wird. Da ist doch safe wieder ein Brock. Sag ich doch. Wie, du hast mich entdeckt? Krog, nicht Brock. Tschüssi. Maxi-Trüffel? Och, nicht schon wieder. Anscheinend war das der einzige Wolf? Okay. Nevermind. Da ist schon wieder. Da sind hier jetzt doch noch mehr Wölfe. Nee, anscheinend nicht. Ich muss wahrscheinlich auf den Baumstamm, oder? Ja, natürlich. Ach Gott, nein, nicht schon wieder. Problem? Ich habe keine Pfeile. Kannst vergessen. Müssen wir später machen.
Können wir uns aber mal auf der Map speichern, dass hier ein Krog ist. Krog. Das ist niemals der da hinten. Never ever. Ich warte nur darauf, dass endlich mal wieder ein bisschen heller wird. Wenn ich was erkennen kann. Please. Bitte. Okay, wir fliegen in die Richtung von dem. Ins Nichts. Ich habe voll Angst jetzt. Hier ist ein stinknormaler Weg. Okay. Und gleich so boom, irgendeine Festung von irgendwelchen Gegnern. Super. Herzlichen Glückwunsch. Also bisher sehe ich nur Wald. Und noch mehr Wald, beziehungsweise Bäume. Nicht wirklich Wald, sondern Feld plus Wald. Problem, wir sind hier ziemlich nah wieder am Schloss dran. Da habe ich halt echt Angst. Aber so richtige Angst. Diese andere Angst. Okay. Ach, verdammt. Ich kann wieder was sehen. Ach, du Heiliger. Da hinten ist dieses komische Ding. Je näher ich dem komme, desto eher erkenne ich, dass es ein fliegendes Gefährt ist. Ach, keine Ahnung. Da hinten ist die ersehnte Rettung. Ein Stall. Oh, Digga, nee. Ey, es wirft immer noch nach mir. Und ich habe nicht gesehen, wo es ist. Nee, lass mich. Mistvieh. Also ich weiß nicht, vielleicht hätten wir wirklich die ganze Zeit jedes Mal so die offiziellen Wege nehmen sollen und die schwereren Wege, damit wir stärker werden. Aber ich habe halt echt richtig, richtig Schiss vor diesen ganz großen, ekelhaften Gegnern. Sag ich mal so, wie es ist. Oh, diese Musik. Dun, dun, dun. Oh Gott sei Dank, ey. Schöne Musik. Steil von Marita. Meine Oma heißt Marita. Just saying. Finde ich cool. Noch ein Flauschbauf. Okay. Flauschiwuff. Das nehme ich gerne an mich, den Eisenhammer. Das hier auch, Chili. Ich würde mich über Holzbündel freuen. Die haben eine Quest für mich, das ist auch schön. Das beides nehme ich auch gerne an mich. Ui, das auch. Na, keine Holzbinde. Schade.
Alter, hat der coole Augen, der Hund. Wale, Koloss, was ist mit ihnen passiert? Meiner Meinung nach wurde den Kolosswalen in der Urzeit eine Eiszeit zum Verhängnis. Ich bin überzeugt, dass die Kolosswale durch die Vulkankorruption ausgerottet wurden. Ich denke, dass die Kolosswale wegen einem Wassermangel aufgrund der Dürre ausgestorben sind. Huch, oh, tut mir leid, dass wir dich nicht beachtet haben. Wir erörtern, warum die Kolosswale ausgestorben sind. Das ist die Frage, die wir auf den Grund gehen wollen. Leider sind die Orte, an denen die Knochen der Kolosswale zu finden sein sollen, unerreichbar für uns. Deswegen können wir nur spekulieren, aber wir wissen zumindest ungefähr, wo die Knochen zu finden sein müssten. Und zwar nordöstlich in Elden, Hebra und Nordwesten und... was? Nordöstlich in Elden, Hebra im Nordwesten und Gerudo im Südwesten. Alles gefährliche Orte. Ja, well. Du siehst aus wie jemand, für den Gefahr das täglich Brot ist. Kannst du nicht für uns an diese drei Orte gehen und die Bilder der Knochen oder Kolosswale für uns anfertigen? Besonders gern würde ich den Kopf sehen, wenn der auf dem Bild ist, ist alles in Ordnung. Wenn du das schaffst, bekommst du 300 Rubine. Okay. Okay. Wait a second. Wo nochmal? Wartet mal. Wir machen das jetzt mal so. Aha. So. Aha, Elden im Nordosten. Okay, Region Elden erstmal. Elden im Nordosten. Nie ohne. Okay, im Nordosten. Also Nordosten Eldens ist hier so. Was sind denn hier irgendwelche? Oder meinen die hier? Okay. Sicher, dass die Elden? Ja, die meinen Elden. Im Nordosten Eldens. Gehört der Todesberg noch zu Elden? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann bestimmt hier. Schatz, fertig. Ja, safe bestimmt hier. Oder halt hier. Oder halt hier, aber das ist schon wieder Akala. Das ist schon wieder das Akala-Gebiet. Hebra. Hebra finden wir noch nicht. Hebra haben wir noch nicht. Gerudo haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Gerudo haben wir auch noch nicht. Okay, never mind. Hello, my friend. Ich würde gern ein normales Bett haben. Bis morgens. Dankeschön. So. Aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wow, es ist Blutmond. Oh, ich hasse Blutmond. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Ich hasse Blutmond. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tüdelü.